Erster Teil nochmal was zum Charakter des Nationalsozialismus. Zweiter Teil zum Zusammenhang von regressivem Antikapitalismus. Ich werde was zu dem Begriff dann sagen. Und Antisemitismus. Dann zu der Frage, ob das heutige Deutschland eigentlich eine ganz normale Nation ist, wie alle anderen Nationen auch. Im vierten dann die Frage, ist es eigentlich korrekt, vom Nationalsozialismus als von Faschismus zu sprechen? Im fünften Teil dann heiß umstritten, gerade innerhalb linker Zusammenhänge zum Charakter des jüdischen Staates, was ist Israel? Und im sechsten Teil, wenn auch nur knapp, das wäre sozusagen die Synthese, dass dieser unverstandene Nationalsozialismus letztendlich darin wurzelt, dass das Kapital selbst unverstanden ist. Und dass deswegen im Grunde es noch einmal darum gehen müsste, das Kapital zu verstehen. Das kann ich nur andeuten. Zum Charakter des Nationalsozialismus. Das hier ist, liegt im Stadtarchiv der Stadt Stuttgart. Das wird in anderen Städten auch zu finden sein. Das ist ein Flugblatt der NSDAP von 1930. So hat die NSDAP Wahlkampf gemacht. Das ist ein vierseitiges Flugblatt. Deutschland erwache. Es fängt an mit der Schilderung der Verzweiflung und der Not der Arbeitslosen, Hunger, Löhne und dann geht's los, Millionenverschwendungen. Und dann geht es über vier Seiten, keine Angst, wir lesen das nicht alles vor. Wird nun mit Name und Hausnummer aufgezählt, welcher Bankier wie viel einsteckt, welcher Minister wie viel hat, welcher Chef der IG Farben eine Yacht hat und Villas und was er aus dem Haushalt alles kriegt. Und das geht über vier Seiten lang. Und auf der anderen Seite dann Not und Elend. Und das endet dann damit diese Ausbeutung garantiert aufhört, entscheide dich für die Partei Adolf Hitlers, werde Mitglied der National-Sozialistischen Deutschen Arbeiter-Partei. Hier kämpfen auch welche gegen den Kapitalismus. Kapitalismus zerschlagen, Ausbeutung stoppen, klingt da irgendwie sympathisch. Man beachtet den muskulösen Arbeitsmann, der hier das Dollarzeichen zerschlägt, der wird uns noch öfter begegnen. Arm trotz Arbeit, Kapitalismus zerschlagen, 1. Mai. Die Zähne zeigt, wer das Maul aufmacht, aufstehen gegen globalen Kapitalismus und spätestens in der nächsten Zeile wird man ja dann spätestens stutzig, nationaler Sozialismus jetzt. Ja, das sind alles Nazis. Die Seite, die hier beworben wird, www.antikap.de, die steht noch im Netz, ist allerdings seit 2 Jahren nicht mehr bedient, aber es lohnt sich, sie anzusehen, weil es der Versuch, einen Nazi-Antikapitalismus auch theoretisch ein bisschen zu untermauern. Das ist aus dem Beschluss einer Jugendorganisation vom Juni 2005. Die Entwicklung einer radikalen Kapitalismuskritik ist eine Aufgabe, welcher wir uns stellen müssen. Unsere Ablehnung der kapitalistischen Verhältnisse muss grundsätzlich sein. In dem Maße, wie der Kapitalismus dem Einzelnen seine Würde nimmt, zerstört er jede menschliche Gemeinschaft. Der Kapitalismus verkürzt die Vielfalt menschlichen Wesens auf das Wirtschaftliche, Nützliche und Triebhafte. Solid, SDJ, Jusos, Junge Nationaldemokraten, Bundesvorstand. Man soll den Hitler lesen. Mit 3 Klicks im Netz hat man die PDF-Datei Mein Kampf. Es ist ein ekliger Wust, 700 Seiten. Aber man sollte doch mal reingeschaut haben und insbesondere die ersten 70 Seiten lesen. Da beschreibt er nämlich, wie er als ganz junger Mann, blutjung, ganz unten in Wien ankommt und dann das Elend der Arbeitslosen und Arbeiterfamilien kennenlernt und sich empört über die soziale Frage. Hitler kommt, wird über die soziale Frage politisiert. Ganz ähnlich wie Mussolini übrigens auch. Er empört sich und sagt, das darf nicht so bleiben. Das sind himmelschreiende Zustände. Und meine Bewegung, schreibt er dann 1925, meine Bewegung soll eine junge Bewegung sein, nicht eine Organisation der Zufriedenen, der Satten. Sie soll die Leidgequälten und Friedlosen, die Unglücklichen und Unzufriedenen zusammenfassen. Hitler ist ein Freund der Gewerkschaften.
Er sagt er nämlich, das schreibt er öfter in seinem Buch, er legt so dar, wie er sich selber entwickelt hat, und dann sagt er immer mal wieder, da habe ich einen Fehler gemacht und dann habe ich aber umgedacht und so weiter, und so bin ich zur Erkenntnis gekommen, und das ist mit den Gewerkschaften auch so. Er lernt, indem er sich in diesem Elend auch lebt und es kennen lernt, hautnah, lernt er die Gewerkschaften kennen, dann sagt er, die Gewerkschaften sind gut, weil die Gewerkschaften wehren sich gegen dieses Elend. Und dann lernt er über die Gewerkschaften 1901, 1902 in Wien die Sozialdemokraten kennen. Und die Sozialdemokraten, die hasst er aus zwei Gründen, weil sie antinational und jüdisch durchsetzt sind. Und dann schreibt der Hitler, dann habe ich einen Fehler gemacht. Dann habe ich nämlich wegen dieser Sozialdemokraten angefangen, die Gewerkschaften zu hassen. Das war aber falsch, da muss ich mich korrigieren. Weil die Gewerkschaften sind gut, richtig und notwendig, weil gegen das soziale Elend, man muss sie nur vom schädlichen und zersetzenden Einfluss der antinationalen und jüdisch durchrassten Sozialdemokraten befreien. Die Gewerkschaftsbewegung erwirbt sich höchstes Verdienst, indem sie durch Beseitigung sozialer Krebsschäden sowohl geistigen als aber auch körperlichen Krankheitserregern an den Leib rückt und so zu einer allgemeinen Gesundheit des Volkskörpers mit beiträgt. Ganz wichtig ist der Begriff Finanzkapital für Hitler. Mir stand die Entwicklung Deutschlands schon viel zu klar vor Augen, als dass ich nicht gewusst hätte, dass der schwerste Kampf nicht mehr gegen die feindlichen Völker, sondern gegen das internationale Kapital, Banken steht auch im Original in eckigen Klammern, ausgefochten werden musste. Dass das internationale Börsenkapital nicht nur der größte Hetzer zum Kriege war, also 1925, Erster Weltkrieg, sondern gerade jetzt, nach des Kampfes Beendigung, nichts unterlässt, den Frieden zur Hölle zu verwandeln. Also Hitler, ein Kämpfer für den Frieden gegen das internationale Finanzkapital. Das machen Nazis auch heute. Kapitalismus bedeutet Krieg, gemeinsam kämpfen gegen System und Kapital, freies Netz Süd. Man muss zur Kenntnis nehmen, auch wenn es einem nicht schmeckt, dass die nationalsozialistische Bewegung eine antikapitalistische Bewegung war. Das ist natürlich heiß umstritten und die gängige altlinke Erklärung, auch die SED immer hatte, die aber viele Linke heute auch noch haben, ist, dass dieser Antikapitalismus der NSDAP war ja nur Propaganda. Denn in Wirklichkeit steckten sie ja mit den Kapitalisten unter einer Decke und so weiter. Das war aber keine Propaganda, sondern es war ein Antikapitalismus auf der Grundlage des Kapitals. Das hört sich sehr widersprüchlich an, das ist auch sehr widersprüchlich, aber das ist etwas ganz Normales. Antikapitalismus auf der Grundlage des Kapitals ist keine Besonderheit der Nazis. Meine These ist, dass auch die gegenwärtige antikapitalistische Welle eine ist, ein Antikapitalismus auf der Grundlage des Kapitals ist. Hören wir zunächst nochmal Hitler zu den beiden Kapitalsarten, von denen er spricht. Und man muss es jetzt wieder verstehen, er redet wieder über er spricht zum Leser über seine eigene Entwicklung. Wie habe ich Adolf Hitler nachgedacht und wie kam ich zu Erkenntnissen? Alle diese, also meine Gedanken, aber fußten noch auf der Meinung, dass das Kapital in jedem Falle nur das Ergebnis der Arbeit wäre. Diese Stellungnahme konnte sich dann in zwei Grenzlinien halten. Erhaltung einer lebensfähigen, nationalen und unabhängigen Wirtschaft auf der einen Seite, Sicherung der sozialen Rechte der Arbeitnehmer auf der anderen. Den Unterschied dieses reinen Kapitals als letztes Ergebnis der schaffenden Arbeit gegenüber einem Kapital, dessen Existenz und Wesen ausschließlich auf Spekulation beruhen, vermochte ich früher noch nicht mit der wünschenswerten Klarheit zu erkennen. Dieses wurde nun auf das Gründlichste besorgt von Gottfried Feder. Zum ersten Male in meinem Leben vernahm ich auf einem Vortrag in Wien eine prinzipielle Auseinandersetzung mit dem internationalen Börsen- und Leihkapital.
Nachdem ich den ersten Vortrag Fehlers angehört hatte, zuckte mir auch sofort der Gedanke durch den Kopf, nun den Weg zu einer der wesentlichsten Voraussetzungen zur Gründung einer neuen Partei gefunden zu haben. In dem Moment, wo er kapiert hat, was Finanzkapital ist, wird ihm klar, was die NSDAP sein muss. Ein anderer Vertreter des Nationalsozialismus hat das ein paar Jahre später noch deutlich auf den Punkt gebracht. Deutschland wandte sich gegen den Kapitalismus, nicht gegen das Kapital. Denn Kapital kann ja nur aus Arbeit entstehen und es ist nicht einzusehen, warum es weniger daseinsberechtigt sein soll als die Arbeit selbst. In Deutschland ist seit 1933 Arbeit eine Ehre. Der Arbeitsvertrag ist dadurch in ein gegenseitiges Treue- und Fürsorgeverhältnis umgewandelt und das Arbeitsverhältnis auf eine völlig neue Grundlage gestellt worden. Die Arbeit ist Dienst, nicht mehr Ware, Ehre, nicht mehr Fron, die Wertung des Menschen nach seiner Arbeit, nach seiner Einstellung gegenüber dem Volksganzen ist heute so selbstverständlich geworden. Ein gewisser Anton Zischka schrieb das 1941 in einem Werk namens Sieg der Arbeit, Geschichte des 5000-jährigen Kampfes gegen Unwissenheit und Sklaverei. Also dieses, was die Nazis klassisch auf den Begriff gebracht haben, schaffendes Kapital und raffendes Kapital, sagt heute niemand mehr. Weil man weiß, haben die Nazis gesagt, darf man nicht sagen. Und meine These ist, dass diese Denke im Grundsatz noch unter ganz vielen Menschen verbreitet ist, auch in der Linken. Ausgerechnet das Kapital soll jetzt nichts mit dem Kapitalismus zu tun haben. Ich rede weniger gern vom Kapitalismus, das schludert sich so hin, das Wort. Ich rede bewusst vom Kapitalismus, weil wenn man was gegen diesen Ismus hat, und viele haben ja was gegen den Ismus, dann sollte man wenigstens einen Begriff von dem Ding geben, das diesem Ismus den Namen hat, den Namen gibt. Und den Begriff vom Kapital haben halt wenige derer, die gegen den Kapitalismus sind. Das ist eine Umfrage, die ist jetzt 2 Jahre alt. Pflichten Sie der Aussage zu, der Kapitalismus passe nicht mehr zu der Welt. 48% sehen das genauso. Und nur 18%, nur ein knappes Fünftel, sieht das genauso. Man könnte denken, hurra, riesen antikapitalistische Stimmung, aber welche Vorstellung davon, was denn dieser Kapitalismus, gegen den man ist, eigentlich sei, steckt eigentlich dahinter? Dieser spontane oder auch, ich sage auch, Antikapitalismus aus dem Bauch heraus, der empört sich über die Folgen des warenproduzierenden Systems. Ich werde dazu noch im letzten Teil mal sagen, das warenproduzierende System ist meines Erachtens ein noch treffenderer Ausdruck als der Kapitalismus. Dieser spontane oder Bauchantikapitalismus empört sich über die Folgen des warenproduzierenden Systems, wie Krise, Ausbeutung, Verarmung und so weiter, und affirmiert gleichzeitig dessen Grundlagen. Ware, Wert, Arbeit, Geld, Kapital, Staat wird in keinster Weise in Frage gestellt, weil das muss ja so sein. Das ist ja irgendwie wie die Luft zum Atmen. Man kann sich doch die Organisation des Lebens überhaupt nicht anders vorstellen. Aber, also die Grundlagen werden affirmiert, die Auswirkungen, die, über die empört man sich. Und das ist der weit verbreitete Antikapitalismus auf der Grundlage des Kapitals. Und in dem Punkt haben sich die Nazis von früher, unterscheiden sich nicht von dem, was heute in der Bevölkerungsmehrheit unter Antikapitalismus verstanden wird. In dem Punkt. Antikapitalismus auf der Grundlage des Kapitals ermöglichte dann genau das, nämlich die Koexistenz von kapitalistischen Strukturen. Natürlich gab es Konzerne, die Profite gemacht haben, und der NS-Volksgemeinschaft. Das hat wunderbar koexistiert miteinander. Das hat im Übrigen auch die politische Ökonomie des Realsozialismus geprägt, dieser Antikapitalismus auf der Grundlage des Kapitals. Also ohne jetzt gleichsetzen zu wollen, wäre vollkommen daneben. Aber ich empfehle, manch einer hat es vielleicht noch, oder hier in Karl-Marx-Stadt liegt es vielleicht auch noch in manchem Keller oder Speicher bei Eltern oder Großeltern. Ich empfehle, sich mal anzuschauen, das Lehrbuch Politische Ökonomie des Sozialismus, Berlin, DDR, Dietz Verlag 1979, Lexikon. Das sind alle zentralen Begriffe der warenproduzierenden Gesellschaft drin. Wert, Ware, Konkurrenz, Lohnsystem, Arbeit,
immer nur die Vorsilbe sozialistisch. Es war überhaupt kein Ausbruch aus dem Kosmos des warenproduzierenden Systems und der Verwertung des Werts, wenn auch mit einer ganz starken Betonung auf die staatliche Seite. Ich sage das nicht, um hier Unterschiede zu verwischen, sondern um zu sagen, dass ein Antikapitalismus auf der Grundlage des Kapitals überhaupt nichts Besonderes ist. Und diese Denke ist auch Grundlage des Antiimperialismus, also dieser Vorstellung, dass bestimmte Länder angeblich eine fortschrittliche Rolle spielen, weil sie sozusagen gegen den Westen, insbesondere gegen die USA sind, also seien es Iran, Syrien, Russland, zum Beispiel. Das kann man ja nur denken, wenn man denkt, dass es irgendwie zweierlei Kapitalismen geben müsse, schlimme und nicht ganz so schlimme oder sogar fortschrittliche. Dann, weil was soll Iran, Syrien, Russland anders sein als kapitalistisch? Und dieser spontane Antikapitalismus ist auf die Zirkulationssphäre fixiert, auf die Produktionssphäre, nee, kann man sich gar nicht anders vorstellen, wie das gehen soll. Man muss doch das ganze Leben lang seine Arbeit verkaufen, um davon leben zu können. Wie soll es denn anders funktionieren? Die Produktionssphäre ist ausgenommen. Die Zirkulationssphäre, auf die konzentriert sich die vermeintliche Kritik oder besser gesagt die Empörung des spontanen Antikapitalismus. Also während man auf den erfolgreichen Händler, bloß noch schon neidisch ist, ja, begegnet man dem Banker bereits mit tiefem Misstrauen und der Spekulant wird dann aus ganzem Herzen gehasst. Und dieser spontane Antikapitalismus birgt eben das Potenzial zur konformistischen Rebellion, das heißt eine Rebellion, die im Grunde genommen die Verhältnisse selbst nicht umwerfen will und sich nur empört über die logischen Folgen der Verhältnisse, die aber nicht als logische Folge erkannt werden, sondern als das Werk besonders bösartiger und gieriger Menschen. Dieser spontane Antikapitalismus ist regressiv aus zwei Gründen. Also erstmal ist er schlicht reaktionär, also regressiv im Gegensatz zu progressiv, aber durchaus auch im psychoanalytischen Sinne. Also die Regression als Rückzug in eine frühere Entwicklungsphase der Persönlichkeitsentwicklung, wo einfach die Dinge geregelt waren, das Anspruchsniveau niedrig war, wo ich mich wohlfühlen konnte, da geht es mir gut. Da wird mein psychisches Gleichgewicht stabilisiert. Das sind einfache Welterklärungen, die einem gut tun und wo man vor allem weiß, dass man auf der richtigen Seite ist. Zum Zusammenhang von diesem regressiven Antikapitalismus und Antisemitismus, der zweite Teil. Dazu, das ist meine zweite Empfehlung, empfehle ich den Film Juzis zu sehen von 1940, den Originalfilm, der steht jetzt auch seit einiger Zeit auf YouTube. Der Film kommt 1940 in die Kinos, Massen von Menschen gehen rein, 19 Millionen, so viele gingen vorher noch nie ins Kino. Und die Leute gehen da rein, nicht weil sie der Blockwart reingetrieben hat, sondern weil sie dort das sehen, was sie sehen wollen, was sie sich wünschen, was sie fühlen und was sie erhoffen. Erst in den 60er Jahren wird in der alten BRD dann dieser Kinotriumph wieder überholt. Der spielt ist eine historische Figur, Süß Oppenheimer, 18. Jahrhundert, am Hofe eines Herzogs von Württemberg. Der hat immer Finanzschwierigkeiten. Vorne und hinten reicht das Geld nicht, die Staatskasse ist am Kippen. Und nun gibt es da einen sehr intelligenten Finanzmanager, würde man heute sagen, an diesem Hof. Und der hat jede Menge Finanztricks drauf. Der hilft dem Herzog immer wieder aus der Patsche und dementsprechend steigt, wie man heute sagen würde, der Einfluss des Finanzkapitals auf die Politik. Er ist irgendwie die Hauptfigur als Jude und natürlich muss das, was er dem Herzog beschafft an Staatseinnahmen, irgendwo herkommen. Und natürlich macht er das nicht, weil er ein Freund der Menschheit ist, sondern er hat seine Hinterleute. Das sind die. Da sieht man die Gier richtig ins Gesicht geschrieben, wie sie sich an bereichern hier am Staatsschatz. Das ist die Raffgier. Das Gegenstück zu der Raffgier ist das hier. Hier sieht man den ehrlich arbeitenden deutschen Arbeitsmann, inklusive züchtig waltender Hausfrau, und die sind betrogen. Man sieht es ihren Gesichtern an, sie sind betrogen.
In der Szene kommt der Finanzjude gerade vorbei, sie sollen den Zins zahlen, sie können den Zins nicht zahlen. Dann lässt ihr, man sieht die Mauer, die eingerissene, er lässt das Haus einreißen. Und diesem Gegensatz zwischen der Raffgier, die ohne ehrliche Arbeit zu Gewinn und gutem Leben kommt, und der ehrlichen und betrogenen Arbeit lebt dieser Film. Am Ende des Films wird der Jude hängen, zur tiefen Zufriedenheit des ganzen umstehenden Volkes, weil genau das war es, was sie sich gewünscht haben. Ein paar Monate nach diesem Kassenschlager beschließt dann die Wannsee-Konferenz die Endlösung der Judenfrage. Natürlich hat der Film auch einen positiven Helden, und da gibt es eine Schlüsselszene, wo er dann mobilisiert zum Kampf gegen die Juden. Und da hat er in so einem Keller seine Mannen beisammen, hält eine flammende Rede, und dann fällt ein Satz, bei dem springt dann der Funke über: Wie die Heuschrecken fallen sie über uns her, also die Juden. Und dann stehen alle auf und sagen: Jawohl, genau so ist es, und jetzt nehmen wir den Kampf gegen die Juden auf. Jetzt hat meine Gewerkschaft Verdi vor ein paar Jahren eine Broschüre herausgegeben, die den Anspruch hat, den sogenannten Finanzkapitalismus zu erklären. Finanzkapitalismus, Geldgier in Reinkultur, die exzessiv mit dieser Heuschreckenmetapher arbeitet. Ich sage gleich vorweg, natürlich sind die Verdi-Kollegen und andere, die das verwenden, keine Nazis. Das wäre ja absolut daneben. Das wäre ja auch also analytisch vollkommen falsch und wäre auch persönlich vollkommen indiskutabel. Nein, das Problem ist, dass es bestimmte Denkmuster, und ich bringe noch ein paar Beispiele, dass es bestimmte problematische Denkmuster gibt, die sich durch die ganze Gesellschaft ziehen, von rechts nach links über die vermeintlich gute Mitte. Die Broschüre ist dann voll mit solchen Bildern, also da kann man schon gar nicht mehr unterscheiden, sind es Menschen, sind es Heuschrecken. Jedenfalls, sie sind gierig und saugen mal Fabriken, mal Wohnungen aus, Hauptsache Profit, Profit, Profit. Das machen auch andere. Hier aus der Süddeutschen Zeitung, da ging es um den Verkauf von städtischen Wohnungen. Da war auch eine Heuschrecke über den Dächern in Dresden. Da ging es um Dresden. Oder die Leute hier, die das gemacht haben, sind mit Sicherheit, halten sich nicht für bürgerliche oder sozialdemokratische Gewerkschafterkräfte. Die glauben mit Sicherheit, dass sie ganz arg radikale Linke seien. Heuschreckenalarm, Mieten rauf, nicht mit uns, ihr Schweine. Und da ich aus Stuttgart bin, muss ich ja was vom Bahnhof erzählen. Dieses Bild entstand auf der ersten Demonstration nach dem für die Gegner des Projekts verloren gegangenen Volksentscheid. Herr Kretschmann, verstecken Sie sich nicht hinter dem sogenannten Volksentscheid. Sogenannter Volksentscheid, wenn er andersrum ausgegangen wäre, wäre er dann auch so genannt gewesen. Na, okay, aber es war ein sogenannter Volksentscheid. Denn entschieden hat nicht das Volk, entschieden haben Kapital, Spekulanten und Heuschrecken mit ihren Millionen und irregeführte, belogene und betrogene Bürger. Diese Vorstellung, dass wir alle durch das Finanzkapital bedroht seien, und das vorwiegend auch ausländisch konnotiertes Finanzkapital, zieht sich durch die ganze Gesellschaft. Diese Vorstellung, dass wir gegen die Gierigen, die uns auf der Tasche liegen, uns stellen müssten, konstruiert ja immer dieses Wir. Und dieses Wir, das ist das Kollektiv der ehrlich Arbeitenden und Betrogenen. Das ist übrigens genau das gleiche Kollektiv, das gegen die da unten, die Hartz-IVler und Sozialschmarotzer und Asylanten, immer in Anführungszeichen gedacht, ja, hetzt. Weil dieses Kollektiv der eingebildeten, ehrlich arbeitenden Betrogenen wird ja auch von denen betrogen. Aber bei diesem Ressentiment, um das es jetzt geht, das ist das Ressentiment gegen die Gierigen, die da oben, die betrügen uns ehrlich Arbeitenden nämlich genauso. Und dieses Ressentiment nenne ich das regressiv-antikapitalistische Ressentiment. Das ist aus dem Stürmer, dem NS-Hetzblatt von 1938, eine Karikatur. Was sehen wir da? Wir sehen einen fetten Geldsack, der auf einem fetten Geldsack sitzt, vor der Börse. Und wo man sieht leicht karikaturhaft die jüdischen, karikaturhaft böshaften Züge, die Nase, die Lippen, sieht man sofort, alles ein Jude. Und darunter steht, wird schlecht zu lesen sein, ich lese es vor: Der Gott des Juden ist das Geld, und um Geld zu verdienen, begeht er die größten Verbrechen. Er ruht nicht eher, bis er auf einem großen Geldsack sitzen kann, bis er zum König des Geldes
geworden ist. Dieses Bild funktioniert auch vollkommen ohne Juden. Sie werden beim besten Willen hier nicht irgendwie eine jüdische Nase oder irgendwas erkennen. Aber das Bild vom fetten Geldsack, der alles tut, um zum König des Geldes werden zu wollen und dessen einziger Lebenszweck Profit, Profit, Profit ist, ist hier genauso transportiert. Und es gibt immer einen Satz, in dem dieser pseudokritische Antikapitalismus kulminiert. Und der geht so, ja, Geld regiert die Welt. Und das stimmt ja auch in gewisser Hinsicht, das ist ja zumindest in der Alltagserfahrung, in gewisser Hinsicht regiert ja Geld die Welt. So, und dann, jetzt zeitkritisch, frag doch mal nach, wer regiert eigentlich das Geld? Das ist die zentrale pseudokritische Frage des regressiven Antikapitalismus. Das ist hier, man sieht es an diesem 99% Schild, eine Occupy, kleine Occupy-Kundgebung. Aber das ist jetzt sind nicht nur irgendwelche Spinner am Rand, sondern hier der Spiegel mit genau derselben Frage. Geld regiert die Welt und wer regiert das Geld? Irgendwie muss es doch Menschen geben, die dieses ganze Geldsystem regulieren und beherrschen und zu ihrem Nutzen ausnutzen. Das ist dann dieses einfache Bild, der böse Kapitalist, der den Arbeiter fressen will. Oder wir zahlen nicht für eure Krise. Also es ist immer wir, da sind die Guten und da sind die Schlechten und die sind dafür verantwortlich. We are the 99, was ein gutes Gefühl. Ist doch schön, zur großen Masse der Guten zu gehören und der Betrogenen zu gehören. Das gibt doch ein gutes Gefühl. Wir sind die 99% Guten. Diese Dame da ist gar der Meinung, sie selber sei die 99%. Das ist gut. Der Herr ist nicht nur 99%, er ist auch wütend dazu. Ja, gutes Gefühl. In diesem Gefühl und dann ist es auch leider gar nicht mehr zum Lachen, schlummert ein latenter Vernichtungswunsch, auch wenn den meisten Menschen, in denen dieser Vernichtungswunsch schlummert, dieser Vernichtungswunsch noch gar nicht bewusst ist. Es ist kein Zufall, dass so ein Schild auf einer Occupy-Demonstration hochgehalten wird. Also nicht auf jeder Occupy-Demonstration hält jeder so ein Schild hoch. Aber man muss ja sozusagen auch das Gras wachsen hören. Man muss die innere Logik und die Dynamik bestimmter Denkweisen verstehen. Eine Welt ohne 1% ist nötig und längst überfällig. Da ist doch klar, wenn die Welt so eingerichtet ist, dass 99% gute und ehrliche unter dem 1% gierigen und unehrlichen leiden, dann muss das 1% eben verschwinden. Dann geht es uns wieder gut. Das ist doch vollkommen logisch in dieser Denke. Das drängt sich auf, der Gedanke. Das ist entstanden in München, hätte in jeder anderen Stadt auch passieren können, ist ein paar Jahre her. Die Kollegen bei der Telekom haben mit jedem Recht der Welt gestreikt. Unglaubliche Zumutungen, die sollten gleichzeitig die Arbeitszeit verlängert kriegen, die Löhne gekürzt kriegen und Stellenabbau kriegen. Also sie haben eine Wut im Bauch gehabt mit Recht und haben gestreikt. Und nun malen welche, auch nicht alle, aber welche malen dieses Transparent. Gegen Börsenungeziefer, man sieht diese Heuschrecke, die sich, man kann es wahrscheinlich nicht lesen, da steht Aktie drauf, die sich von Aktien ernährt. Und das ist der Wunsch, es möge die starke Hand kommen und dieses Ungeziefer, das sich an den Börsen herumtreibt, vernichten. Womit? Mit Gas. Mit Gas. Jetzt unterstelle ich den Kollegen, die dieses Transparent gemalt haben, überhaupt nichts außer einem. Dass es ihnen überhaupt nicht klar war, was da aus ihrem Bauch heraus unter konsequenter Umgehung ihres Gehirns in ihre Finger floss und zum Transparent wurde. Und das ist das Problem, dieser spontane Bauchantikapitalismus. Der ist das Problem. Ist dieser regressive Antikapitalismus gleich Antisemitismus? Ist ja eine heiße Diskussion, die geführt wird. Ich bin da etwas vorsichtig. Ich sage nicht jeder, der irgendwie vom gierigen Ackermann oder Heuschrecken redet, hat gleich ein entwickeltes antisemitisches Weltbild. Da gibt es auch meines Erachtens auch verkürzte Diskussionen. Aber
Es gibt auf jeden Fall die schiefe Ebene und die fließenden Übergänge, und ich arbeite gerne mit diesem Bild. Also unten ist der Sumpf und oben fängt es an. Und wer auf einer schiefen Ebene ist, der kann auch wieder von der schiefen Ebene zurückkommen. Aber die Voraussetzung, dass ich mich von der schiefen Ebene wieder rausarbeiten kann, ist, dass ich überhaupt wahrnehme, dass ich auf einer schiefen Ebene bin, dass ich das reflektiere. Und da, an dem Punkt, denke ich, ist diese Theoriearbeit und Auseinandersetzung und auch mit regressivem Antikapitalismus so wichtig, und das ist nicht irgendwas fürs Philosophenstübchen, sondern es ist von enormer praktisch-politischer Bedeutung. Vor dem Hintergrund, dass es das ja alles schon mal gab, mit bekannten Folgen. Im Antisemitismus wird im entwickelten antisemitischen Weltbild dann, oder Wahn, wird der latente Vernichtungswunsch, der schon schlummert im regressiven Antikapitalismus, gegen die vermeintlich Schuldigen dann zum manifesten Vernichtungswahn. Und wie schnell das geht, das muss man sich nochmal vergegenwärtigen. Im Mai 28 hatte die NSDAP ganze 2,8% bei der Reichstagswahl. Doch keiner ernst genommen, irgendwelche Spinnerhaufen. Im Mai 28. Und im Januar 42, keine 14 Jahre später, beschließt die Wannsee-Konferenz die Endlösung der Judenfrage. Deswegen ist es so wichtig, drauf zu gucken, was sich da entwickeln kann, auf die Tendenzen zu gucken, auf das Potenzial, das da drin steckt. Weil es schon einmal bewiesen wurde, wie rasend schnell dieser Wahn um sich greifen kann und wirkmächtig werden kann. Rasend schnell kann dieser Wahn um sich greifen, auch wenn man heute noch denkt, naja, paar Spinner. Und da ist er schon, 2012, Demonstration von antikapitalistischen Gruppen gegen die Europäische Zentralbank, hier am Bauzaun, Europäische Zentralbank, da haben wir ihn schon, ne? Mit der Hakennase und den Lippen, die Gier nach Geld zerstört die Welt. Und man kann davon ausgehen, dass der Zeichner dieses Bildes zutiefst davon überzeugt war, dass er ein ganz besonders kritischer, ganz besonders radikaler Gegner des Kapitalismus war. Ist dieses Deutschland, ist doch alles lange her, ist doch jetzt alles lange her, der Nationalsozialismus, ist dieses Deutschland 2015 eine ganz normale Nation, und reicht es, wenn man in Deutschland halt so wie in Frankreich, als Linker, so wie man in Frankreich oder in Griechenland oder wo auch immer auf der Welt gegen Nationalismus ist, reicht es aus in Deutschland oder muss man noch mehr beachten? Naja, Deutschland war halt bereits vor 1933 keine normale Nation, sonst wäre es ja dazu gar nicht gekommen. Es muss ja Ursachen haben, warum in Deutschland. Und da empfehle ich dann, steht auch auf meiner Literaturempfehlungsliste, den Götz Ali, Warum die Deutschen, warum die Juden, 2011. Er hat sich genau diese Frage gestellt, warum eigentlich? Warum nicht Frankreich, warum nicht Spanien, warum die Deutschen? Nun ist der Götz Ali ein Liberaler, und ich empfehle ihn auch kritisch zu lesen. Also da kommt nicht so viel Kapitalismuskritik. Ich finde es trotzdem, es ist hilfreich, ihn zu lesen, weil er nimmt sich die Zeit vor, vom Beginn des 19. Jahrhunderts bis 1932, und fragt dann, was ist in diesen 132 Jahren in Deutschland eigentlich passiert? Und dann kommt er auf so 5 Besonderheiten in Deutschland, von denen er sagt, die haben dann letztendlich in den Holocaust gemündet. Also er spricht einmal von dem traditionellen religiös begründeten Vorurteil, das sehr stark in Deutschland verbreitet ist, also der christliche Antijudaismus noch, der schon aus dem Mittelalter und noch früher kommt. Dann aber die besonders deutsche Fortschrittsangst der altständischen Kräfte, also Revolution wie in Frankreich bloß nicht. Das auf staatliche Protektion statt auf Freiheit erpischte Bürgertum, also lieber einen Bismarck haben als irgendeine unklare Revolution und ein paar mehr bürgerliche Rechte. Die Fremdenfeindlichkeit deutscher Nationalrevolutionär, man muss das auch mal sich antun, was auch in der 48er Zeit und davor an Hass, insbesondere auf Franzosen und Juden, da war. Und die reformerisch gesinnten deutsch-christlichen Romantiker, die Romantik, die deutsche Romantik als eine Quelle des Nationalsozialismus, da kommen nicht nur der Ali drauf, da kommen andere auch drauf. Und deswegen nochmal auch eine ganz dringende Literatur, muss man unbedingt lesen, den Viktor Klemperer,
LTI steht für Lingua Tertii Imperii, also die Sprache des Dritten Reiches. Notizbuch eines Philologen, er war Philologe und in Dresden und hat, war Jude und hat nur überlebt, weil seine Frau Arierin war. Er verwendet den Begriff auch, also nicht Jüdin, er verheiratet war. Er musste zwar auch Zwangsarbeit machen, hat gelitten und die Frau hat gelitten, weil sie mit Juden verheiratet war und weiter. Und die letzten Wochen in Dresden mussten sie sich total verstecken. Aber er hat die Kraft gefunden, Tagebücher zu schreiben während dieser Zeit. Und er hat sich viele Gedanken gemacht, warum auch. Und diese Lingua Tertii Imperii, auch so 250 Seiten, empfehle ich dringend, ist 1947 dann erschienen. Er spricht von einer engsten Verbundenheit zwischen Narzissmus und deutscher Romantik. Denn alles, was den Narzissmus ausmacht, ist ja in der Romantik keimhaft enthalten. Die Entthronung der Vernunft, die Animalisierung des Menschen, die Verherrlichung des Machtgedankens, des Raubtiers, der blonden Bestie. Ja, Johann Gottlob Fichte, nicht ganz unwichtig für die Entwicklung des deutschen Idealismus und der deutschen Geistesgeschichte, Philosoph, auch Ende 18. Anfang 19. Jahrhundert, spricht von den Deutschen als dem Urvolk, also geht die Völker so durch, was sind die Völker? Und er sagt, die Deutschen sind ein ganz besonderes Volk, die Deutschen sind das beste Volk, sie sind das Urvolk, das Volk schlechtweg. Und deswegen ist es auch keinem anderen Volk auf der Welt, außer dem Deutschen, beschieden, die Wiedergebärerin und Wiederherstellerin der Welt zu werden. Massiven Einfluss auf die jungen Revolutionäre, auf die 1848er Revolutionäre dann auch. Also dieser 8. Mai 1945 wäre ja nie zustande gekommen, wenn es nach den Deutschen gegangen wäre. Ein sehr beeindruckendes Bild, wie ich finde, 1945 aufgenommen, Schüler stehen Schlange, müssen ihre Bücher abgeben. An der Tafel steht, Nazi-Schulbücher sind sofort in der Schule abzugeben, Schulz Rektor. Das ist ja nun nicht passiert, weil sie die Deutschen so haben wollten. Aber sie haben natürlich von nichts gewusst danach. Ich habe das ja noch, und wer in meinem Alter ist ungefähr, der wird sich auch selber erinnern können, das ja als Kind und früher Jugendlicher dann noch mitgekriegt, da in den 60er Jahren. Sie haben zwar von nichts gewusst, aber sie haben sich doch permanent verraten, weil die Rede, dass wir den Krieg verloren haben. Jedenfalls, weil ich bin in Westdeutschland sozialisiert, ich kann nicht über die DDR sprechen. Ich rede jetzt von Westdeutschland. Die Alten haben ständig davon geredet, dass wir den Krieg verloren haben. Und damit haben sie natürlich noch in die 60er und die 70er Jahre auch hinein gezeigt, dass sie sich natürlich damit identifiziert haben. Aber auch richtig, sie haben ja auch den Krieg verloren. Aber ist doch lange her, und wie ist es heute? Heute ist doch alles ganz anders. Das ist eine Untersuchung, eine kumulierte Stichprobe der Uni Leipzig von 2002 bis 2012. Da geht es um 4 Fragen. Das sind 4 Aussagen, und dann sollen die Leute dazu sagen, ich stimme zu, stimme teils zu, so halb-halb, lehne überwiegend ab, stimme voll und ganz zu. Wenn man die Immunität gegenüber bestimmten Aussagen feststellen will, dann ist ja die Aussage, ich lehne völlig ab, die wirklich interessante. Wenn ich eine Aussage nämlich nur überwiegend ablehne, dann heißt es, naja, irgendwie könnte da vielleicht doch was dran sein. Oder in einer zugespitzten Situation könnte ich mir ja vielleicht nochmal anders überlegen. Ich lehne nicht völlig ab. Die Aussage, im nationalen Interesse ist unter bestimmten Umständen eine Diktatur die bessere Staatsform, wird nur von 49,7% aller Deutschen völlig abgelehnt. Die Aussage, wir sollten einen Führer haben, der Deutschland zum Wohle aller mit starker Hand regiert, wird nur von 48,9% aller Deutschen völlig abgelehnt. Was Deutschland jetzt braucht, ist eine einzige starke Partei, die die Volksgemeinschaft insgesamt verkörpert, wird nur von 34,1% aller Deutschen völlig abgelehnt. Und wir sollten endlich wieder mehr Mut zu einem starken Nationalgefühl haben. Da sind es noch gerade 15,9%, die das völlig ablehnen. Das ist der Zustand heute. Die NSU-Morde, da gibt es ja nun
auch in der Linken verkürzte Analysen, die mit Recht darauf hinweisen, auf skandalöse, ganz offensichtliche Verquickungen zwischen Teilen des Staatsapparates, des Verfassungsschutzes und der Naziszene. Ist vollkommen mit Recht darauf hinzuweisen und ist auch wichtig, dass das aufgearbeitet ist, Skandal ohne Ende. Aber ist das alles? Ist das wirklich die wichtigste Aussage? Also das könnte ja auch, wir zum Teil auch so interpretieren, da sieht man es mal wieder, Staat, ich sage alles Faschismus, alles Nazis und der Staat ist alles das Gleiche und so weiter. Naja, diese Sicherheitsbehörden rekrutieren sich doch aus Deutschen. Die rekrutieren sich doch aus dieser Bevölkerung, wo wir soeben gesehen haben, wie die denkt. Wo sollen die kommen? Doch nicht vom Mond. Ja? Und deswegen ist es doch auch kein Wunder, dass solche Dinge übersehen wurden. Die werden ja nicht nur von den Sicherheitsbehörden übersehen. Aber wir sind die deutschen Opfer. Schlussstrich, wir wollen nicht ewig büßen, jetzt Auschwitz-Qualität, jetzt gibt es eine neue Umfrage, nicht seit gestern. 70% wollen diesen ganzen Holocaust endlich nichts mehr hören, hinter sich lassen, ist ja nichts Neues. Jetzt reden wir endlich mal über unser Leid, wir haben ja so vorbildlich über unsere Taten gesprochen, jetzt reden wir über unser Leiden. Also Dresden, dann Wilhelm Gustloff, dieses Flüchtlingsschiff über das Gras schreibt oder diese unsägliche Fernsehserie Unsere Mütter, Unsere Väter, die zum großen Unverständnis der deutschen Presse in den USA zum Beispiel überhaupt nicht gut ankam. Ja, und dann passiert tatsächlich das, ja, 2005, man macht eine Jubiläumsfeier fürs Holocaust mal, das ist sowieso schon ein Ding, ja, dass man da ein Jubiläum feiert, aber gut. Und da spricht nun Eberhard Jeckel, und das ist nicht irgendwer, sondern ein führender Historiker dieses Landes, der sagt nun, andere Völker beneiden uns um dieses Mahnmal. Und er kriegt den rauschenden Beifall, nicht irgendwelcher Extremisten, sondern der wohlanständigen Mitte dieser Gesellschaft, die da umsteht. Und so haben wir halt moralisch doch noch gesiegt. Ne? Irgendwie sind wir immer die Besten, mal im Krieg machen, mal im Frieden machen, mal im Holocaust machen, mal im Holocaust aufarbeiten, aber irgendwie sagt heute niemand mehr so, am deutschen Wesen soll die Welt genesen, aber im Grunde ist es doch, wir sind irgendwie immer Vorbild. Von Fichte bis heute irgendwie sollen die anderen sich immer ein Stück abschneiden an uns. Dieser unverstandene Nationalsozialismus hat sehr viel zu tun mit diesem unverstandenen Antisemitismus. Und das gehört eben auch zum Deutschland von 2015. Man ist zwar gegen Antisemitismus, wer will sich schon Antisemit nennen lassen? Also Antisemitismus ist bäh, das weiß jeder. Ja? Aber, das ist jedenfalls meine These, man hat überhaupt nicht verstanden, was das eigentlich ist, außer dass es bäh ist. Hat man nicht verstanden. Nur deswegen kann es übrigens sein, dass alle paar Jahre heiße Antisemitismusdebatten in diesem Land gibt, auch die Feuilletons voll sind davon, und es aber sich regelmäßig herausstellt, dass es keine Antisemiten gibt. Da kann ja irgendwas nicht stimmen. Deswegen kurz mal ein Hinweis, was Antisemitismus alles nicht ist. Also Antisemitismus ist halt nicht irgendwie antijüdischer Rassismus, so nach dem Motto, es gibt halt Rassismus und wer halt was gegen Juden hat, das ist halt dann ein Antisemit. Ja, natürlich gibt es Schnittmengen zum Rassismus, aber das ist nicht der Kern. Oder Antisemitismus ist halt nicht irgendwie eins von vier. Es gibt viele Vorurteile und wir sind doch alle gegen Vorurteile, also haben wir auch nichts gegen Juden, noch kein Antisemitismus. Oder Sündenbock-Propaganda, insbesondere unter einigen Linken noch beliebt. Ja, die Herrschenden führen dem Volk halt Sündenböcke vor und sagen, hier für die Krise, die eigentlich wir verantworten, sind die Juden schuld, hier nehmt sie, das sind eure Sündenböcke. Oder die Vorstellung, Antisemitismus sei ausschließlich rechts zu Hause. Die Jutta Dittfurt hat ja jetzt in München zunächst mal nicht recht gekriegt, weil sie den Elsässer einen glühenden Antisemiten genannt hat. Und die Richterin hat ja ihren Spruch damit begründet, dass der Elsässer ja nicht gesagt habe, Hitler war gut. Also das ist die Vorstellung, dass Antisemitismus sowieso nur rechts irgendwie Nazi sei. Oder gar die Vorstellung sei so etwas wie Islamophobie. Das wäre ein eigenes Thema, jetzt darüber zu reden. Aber niemand unterstellt den Muslimen, dass sie die Welt beherrschen, dass sie das Geld beherrschen und dass sie, obwohl sie so eine kleine Minderheit sind, so hochintelligent und raffiniert sind, dass sie den ganzen Kapitalismus im Griff haben. Das antimuslimische Ressentiment ist übel.
aber ist was völlig anderes als Antisemitismus. Im Übrigen ist der Begriff Islamophobie auch ein höchst problematischer Begriff, denn ein Phobiker ist ein Kranker. Und dass wer eine Religion kritisiert ein Kranker ist, das wollen uns religiöse Fundamentalisten schon immer erklären. Dass ausgerechnet Linke auf so einen problematischen Begriff wie Islamophobie abfahren, anstatt vom antimuslimischen Ressentiment zu reden, zeigt übrigens, dass die Religionskritik in der Linken schon seit Jahrzehnten vernachlässigt wurde, sträflich, und das rächt sich jetzt, aber das ist ein anderes Thema. Es gibt diesen sekundären Antisemitismus, den Hass auf die Juden wegen Auschwitz, weil jeder lebende Jude und auch der jüdische Staat erinnert ja ständig an Auschwitz. Die Deutschen werden den Juden Auschwitz nie verzeihen, hat der mittlerweile verstorbene israelische Psychoanalytiker Zvi Rex mal sehr zynisch gesagt, aber da ist natürlich was dran. Über die Hälfte der Deutschen stimmt der Aussage zu, die Juden nutzen die Erinnerung an den Holocaust für ihre eigenen Zwecke aus. Also jetzt hasst man die Juden wegen des Holocaust. Deutsche Meinungen über Israel. Was der Staat Israel heute mit den Palästinensern macht, ist im Prinzip auch nichts anderes als das, was die Nazis im Dritten Reich mit den Juden gemacht haben. Über die Hälfte: Israel ist die größte Gefahr für den Weltfrieden, fast 2/3. Israel führt einen Vernichtungskrieg gegen die Palästinenser, über 2/3. Günter Grass: Israel will alles vernichtende Sprengköpfe dorthin lenken, wo die Existenz einer einzigen Atombombe unbewiesen ist. Als ob nicht die iranischen Führer bis heute erklären würden, sie wollen Israel ausradieren. In ihrer Umkehrung der Realität unterstellt der Antisemiten den Juden das, was ihnen droht, nicht wahr? Das ist das. Dieses Plakat hing Anfang der 40er Jahre mit Sicherheit auch in Chemnitz an den Litfaßsäulen. Der ist schuld am Kriege. Augstein: die Regierung Netanjahu führt die ganze Welt am Gängelband eines anschwellenden Kriegsgesanges. Nun, das hatten wir auch schon, Judas, der Weltfeind. Also Kritik an den deutschen Zuständen 2015 kann sich nicht in der Kritik der normalen kapitalistischen Kategorien Staat, Nation und Kapital erschöpfen, sondern sie muss zusätzlich berücksichtigen, dass wir in einer postnationalsozialistischen Gesellschaft leben, in der viele Elemente der nationalsozialistischen Volksgemeinschaft weiterhin fortleben. Alles andere wäre auch ein Wunder. Je weiter Sie im politischen Spektrum nach rechts gehen, umso häufiger wird Ihnen die Forderung nach Volksabstimmungen begegnen. Die sind ja nicht blöd. Es hat was mit dem Zustand dieses Volkes zu tun. Wir sind das Volk hier, die NPD. Ja klar, da ist Propaganda dabei, aber ist es nur Propaganda? Dass wir nicht das Weltsozialamt sind, ist doch zum Beispiel eine mehrheitsfähige Losung. War der Nationalsozialismus Faschismus? Unter Linken ist es ja eigentlich üblich, vom Faschismus zu reden und nicht vom Nationalsozialismus. Und dafür gibt es ja auch gute Gründe zunächst mal. Weil es gibt natürlich in der Mehrheitsgesellschaft, in der vermeintlich guten Mitte, so diesen Diskurs. Totalitarismus, rechts ist gleich links. Nationalsozialismus und Sozialismus ist ja irgendwie und so weiter. Und insofern, aus diesem Impuls heraus, aus diesem verständlichen und im Prinzip richtigen Impuls raus, sich gegen diese Gleichstellung von rechts und links zu wehren, kann man erstmal natürlich argumentieren, ist es sinnvoll, von Faschismus zu reden und nicht von Nationalsozialismus. Ich glaube, dass es trotzdem ein Fehler ist, vom Faschismus zu reden. Man sollte auch unter Linken vom Nationalsozialismus reden, und zwar deswegen, weil es zu viel verwischt, weil die Rede vom Faschismus den Nationalsozialismus verharmlost und viel zu viel verwischt. Bei manchen Linken ist es auch heute noch präsent, diese berühmte Dimitrov-Formel von 1935. Also 1935, Tag der 7. und wie sich dann rausstellen wird, auch der letzte Weltkongress der Kommunisten International in Moskau. Und die Kommunisten müssen eine riesengroße Niederlage verarbeiten, weil ausgerechnet in Deutschland, wo man ja seit Lenin immer darauf gehofft hatte, dass da nach der Sowjetunion das zweite Land den Weg der Revolution geht. Ausgerechnet in Deutschland erleidet nun diese Thälmannsche Kampfpartei eine vernichtende Niederlage. Abgesehen von einigen, Ehre ewig ihrem Andenken, von einigen aufrechten Widerstandskämpfern, die aber keine Unterstützung der Bevölkerung haben. Keine wesentliche Unterstützung der Bevölkerung haben. Bleibt nichts übrig von dieser Partei. Und nun versuchen die Kommunisten zu erklären, was denn eigentlich nun dieser Faschismus ist. Und da, das ist 1935, es gibt
im Wesentlichen erst die Erfahrung mit dem Mussolini-Faschismus in Italien. Und Dimitrov, der dann Generalsekretär der Komintern ist, bringt es auf den Punkt: Der Faschismus an der Macht ist die offene terroristische Diktatur der reaktionärsten, am meisten chauvinistischen, am meisten imperialistischen Elemente des Finanzkapitals. Also da ist das Finanzkapital schon wieder drin. Ein sehr problematischer Begriff, der von Lenin eingeführt wird, in dem auch schon in der Tendenz zweierlei Kapitale aufgemacht werden, was man bei Marx, also Marx hätte sich die Haare gerauft, aber das nur am Rande. Die offene terroristische Diktatur, auch 1935, ja, aber bitte, für wen denn? Für wen war denn das die offene terroristische Diktatur? Die paar Juden, die paar als solche in Anführungszeichen erwischten homosexuellen Behinderten, die paar, die wirklich Widerstand gemacht haben, ja, für die war es eine offene terroristische Diktatur. Aber für die große Mehrheit des Volkes war doch keine terroristische Diktatur. Ganz im Gegenteil, die Arbeiterklasse jubelt ihrem Führer zu. Die Zustimmung ist gewachsen ohne Ende. Wir waren wieder wer. Es ging uns doch gut. Kraft durch Freude, Urlaub wurde eingeführt, der Lebensstandard ist gestiegen, die Arbeitslosen waren weg, die Autobahnen sind gebaut worden. Und dass immer mehr Juden so aus der Nachbarschaft verschwunden sind, hat man doch nichts dagegen gehabt, war doch in Ordnung. Wollte man doch selber auch. Die offene terroristische Diktatur? Für wen? Und dann heißt es immer, ja, aber die konnten ja gar nicht mehr frei entscheiden und so weiter. Man musste ja mitmachen und es gab gar keine Möglichkeit, sich dagegen zu wehren und so weiter. Weil es gab ja dann auch diese Pseudo-Abstimmungen, diese Pseudo-Reichstagswahlen in der Nazi-Zeit. Na nee, so einfach ist es nicht. Es gibt schon Indikatoren. Und es gab zum Beispiel in der Nazi-Zeit eine Abstimmung, die voll nach demokratischen Grundsätzen abgelaufen ist, in der ein Teil der Deutschen in einer Alternativabstimmung sich entscheiden konnte. Und es war jetzt vor 80 Jahren, im Januar 35, Hitler war schon 2 Jahre an der Macht, im Saarland. Also ausgehend von Versailles gab es noch einen Sonderstatus für Saarland, war irgendwie so eine Sonderverwaltungszone so zwischen Frankreich und Deutschland. Es war im Versailler Vertrag festgelegt, dass die Saarländer irgendwann entscheiden sollen durch eine Volksabstimmung, wie es weitergeht. Und nun haben sich, das ist die Neue Zürcher Zeitung, die berichtet am 15. Januar 35 dann darüber, nun haben sich in einer vollkommen freien, demokratischen Alternativwahl bei 98% Wahlbeteiligung, nach 2 Jahren Hitlerfaschismus schon, 90% der Saarländer dafür entschieden, dass sie ins nationalsozialistische Deutschland wollen. Das waren nicht die Nazis, die Deutschen. Keine Verallgemeinerungen, die ganz übergroße Mehrheit der Deutschen. Einige Unterschiede zwischen dem Faschismus und Nationalsozialismus. Faschismen gibt es viele und wenn man insbesondere mit dem Mussolini-Faschismus vergleicht, auf den ja die Komintern 1935 vor allem auch geblickt hat. Einen ganz ausgeprägten Rassismus, insbesondere gegen die, immer jetzt in Anführungszeichen gesagt, slawischen Untervölker, die im italienischen Faschismus nicht so war. Diese Blut- und Bodenideologie, die deutsche Erde, dann die ganz starke Affirmation der ehrlichen Arbeit, wir haben vorhin schon Beispiele gesehen, Volksgemeinschaft statt starker Staat, der italienische Faschismus hat nicht auf Volksgemeinschaft gesetzt, sondern auf starker Staat, daher bekommt ja auch der Begriff Faschismus, also Fasces, das ist ja das Bündel. Und in Rom, im alten Rom, im antiken Rom, die Milizen, oder heute würde man sagen die Polizei, die hatten ja als Ausweis ihrer Macht nicht den Gummiknüppel, sondern ein Beil, umgeben von Ästen gebunden, Fasces, das Rutenbündel. Und von diesem Begriff Fasces, Mussolini hat ja eh gesagt, wir sind die Nachfolger vom antiken Rom und wir sind jetzt die Fasciesisten. Also der italienische Faschismus ist ganz stark orientiert auf den starken Staat. Der deutsche Nationalsozialismus ist überhaupt nicht orientiert auf den starken Staat, sondern auf die Volksgemeinschaft. Und dann insbesondere natürlich der Vernichtungsantisemitismus, die Shoah. Warum schreiben die Nazis Arbeit macht frei über Auschwitz? Versteht doch eigentlich gar keiner.
Also der normale linke Arbeiterklassenfan versteht es nicht, weil Arbeit ist doch was Gutes. Was haben die eigentlich da mit diesem Spruch? Aber auch der durchschnittliche Marktwirtschaftsanhänger wird sagen, ja, irgendwie Arbeit. Also wie kommen die darauf? Wie kommen die auf so einen Spruch? Naja, das hat damit zu tun. Das ist ein Wahlplakat der NSDAP aus der Weimarer Zeit. Arbeiter, der Stern und der Faust, wählt den Frontsoldaten Hitler mit dieser ganz massiven Bezugnahme, Affirmation der guten, ehrlichen Arbeit als der Gegensatz zur Raffgier. In Auschwitz hat sich die ehrliche deutsche Arbeit befreit von der gierigen Raffgier. Auschwitz war in gewisser Weise die deutsche, die spezifisch deutsche Revolution. Das war Auschwitz. Da gibt es einen Text, auch den habe ich in meinen Empfehlungen, der ist gute 30 Jahre alt. Den sollte man unbedingt kennen, ungefähr 30 Seiten, ist auch im Netz zu kriegen als PDF-Datei. Moishe Postone, Antisemitismus und Nationalsozialismus. Das ist so ein Basic-Text, den man einfach kennen. Es gibt keine Analyse des Nationalsozialismus, die nicht die Vernichtung des europäischen Judentums erklären kann. Wer das nicht erklären kann, der wird dem Nationalsozialismus nicht gerecht. Und die standardlinken Erklärungen von den Bürgerlichen, will ich gar nicht reden, können das halt nicht erklären. Nochmal Zitat Postone. Die Vernichtung der Juden war kein Mittel zu einem anderen Zweck. Sie wurden nicht aus militärischen Gründen ausgerottet oder um gewaltsam Land zu nehmen. Die Vernichtung der Juden musste nicht nur total sein, sondern war sie Selbstzweck. Vernichtung um der Vernichtung willen. Ein Zweck, der absolute Priorität beanspruchte. 1944, die Ostfront ist am Zusammenbrechen, von rein imperialistisch-militärischer Kriegslogik her muss man die Kapazitäten der Reichsbahn nutzen, um möglichst viele Waffen, Panzermaterial an die Front zu schicken. Und es werden große, große Kapazitäten der Reichsbahn abgezogen, um die Vernichtungslager zu beliefern. Da steckt keine imperialistische Logik mehr dahinter. Das ist Wahn. Das ist der helle Vernichtungswahn. Warum verdrängt die Traditionslinie diese Erfahrung der Shoah seit 1945? Wird konsequent verdrängt? Naja, weil sie sich sonst selbst aufgeben müsste. Die Traditionslinie ist im Prinzip seit 1945 erledigt. Weil diese Basis des traditionslinken Weltbildes heißt, die Arbeiterklasse und das Volk sind gut und die Herrschenden und das Finanzkapital sind schlecht. Und mit der Shoah ist eben gezeigt, dass dem nicht so ist. Wenn man Demokratie nur dem Wortsinne nach übersetzen würde, nämlich die Herrschaft des Volkes, ja, was war denn dann der Nationalsozialismus? Na, natürlich demokratisch. Da hat sich das abgespielt, was das Volk wollte und gebröckelt. Und gebröckelt ist es ja erst 42, 43 mit Stalingrad und mit den Bombennächten, wo sich so langsam angefangen hat, darum zu sprechen, dass vielleicht was schief gehen könnte. Aber solange das scheinbar gut lief, ist es doch nicht gebröckelt. Wer waren denn die 12 Millionen Wehrmachtssoldaten, die den Vernichtungskrieg im Osten geführt haben? Das war natürlich die deutsche Arbeiterklasse. Wer denn sonst? Und spätestens seit der Shoah ist offensichtlich, dass die Arbeiterklasse eben kein revolutionäres Subjekt ist. Damit entfällt aber die Geschäftsgrundlage für die traditionelle Linke. Zum Charakter des jüdischen Staates. Also wer schon Schwierigkeiten hat, dieses Bild zu verstehen, der hat natürlich erst recht Schwierigkeiten damit, dieses Bild zu verstehen. Also die Bedeutung der Fahne des jüdischen Staates unter dem Tor von Auschwitz. Nie wieder ist in Deutschland schnell gesagt, nie wieder, auch jetzt wieder, 27. Januar, 9. November, nie wieder, nie wieder. Dass welche beschlossen haben könnten, nie wieder Opfer sein zu wollen, das ist schon viel weniger akzeptiert oder bedacht. Was ist Israel? Es gibt da natürlich heftige Auseinandersetzungen, ist ja bekannt, auch in der Linken, in der ganzen Gesellschaft. Es gibt auch in der Israel-solidarischen Szene, der ich mich zuordne, auch Problematisches, auch Verherrlichungen absurder Art zum Teil von Israel. Alles. Das kann man vergessen, meiner Meinung nach. Israel ist erstmal ein Staat wie jeder andere. In Israel gibt es Rassismus, in Israel gibt es Sexismus, gibt es Ausbeutung, himmelschreiende soziale Ungerechtigkeiten. In Israel gibt es Antisemitismus, und zwar gar nicht wenig. Also keine, bitte keine Verherrlichung von Israel. Und Israel ist gleichzeitig
Und diesen Widerspruch gilt es sozusagen im eigenen Kopf auch auszuhalten. Israel ist gleichzeitig kein Staat wie jeder andere. Israel hat eine Schutzfunktion für alle Juden weltweit. Israel ist das, was es 10 Jahre früher hätte geben müssen, vor dem Holocaust. Es gab ja unter den Juden, die Zionisten waren ja lange eine Minderheit unter den Juden. Viele Juden haben gesagt, nee, Blödsinn. Durch die Shoah ist der Zionismus halt auf sehr nachdrückliche Weise bestätigt worden. Aber das will man alles nicht so hören, weil man hat ja Antworten parat. Man weiß ja, warum in diesem sogenannten Nahostkonflikt es nicht zur Ruhe kommt. Und da ist ja vollkommen klar, wer da die Guten und die Bösen sind. Und da gibt es dann solche Schiffern. Und eine Schiffer ist die Siedlungspolitik. Jetzt geht es mir überhaupt nicht darum, zu sagen, dass da die israelische Regierung alles gut macht. Ich glaube, dass die israelische Regierung sich auch in manchen Sachen einfach besser und klüger verhalten könnte. Aber um diese Ebene der Diskussion geht es überhaupt nicht jetzt. Sondern es geht darum, dass das Wort Siedlungspolitik zu einer Chiffre geworden ist. Wer in Deutschland das Wort Siedlungspolitik fehlerfrei aussprechen kann, der gilt schon als Nahostexperte. Ich muss nur sagen, Siedlungspolitik, und damit habe ich meinem Gegenüber, ob mit offenem Augenzwinkern oder ohne Augenzwinkern, schon signalisiert, na, wir wissen doch beide, wer daran schuld ist. Kaum was wird in Israel so heftig diskutiert wie die Siedlungspolitik und so gegensätzlich, das nur nebenbei. Auch in diesem Wahlkampf wird es wieder eine Rolle spielen, spielt wieder eine Rolle, wenn auch vor allem die sozialen Fragen eine Rolle spielen. Aber ganz so einfach mit dieser Vorstellung, dass die israelische Siedlungspolitik schuld ist, kann es ja nicht sein. Also wenn dem so wäre, dann müsste zumindest mit Gaza seit 2005 Frieden sein. Weil in Gaza hat Israel unter dem Hardliner Sharon einen sehnlichen Wunsch der Hamas und deutscher Friedensfreunde erfüllt. Hat sich nämlich komplett aus Gaza zurückgezogen, sämtliche Siedlungen aufgelöst um den Preis großer Konflikte in der israelischen Gesellschaft. Das Ergebnis ist, dass Gaza zu einer Raketenabschussrampe geworden ist. Israel hat kein palästinensisches Staatsgebiet besetzt. Es gab nie einen palästinensischen Staat. Ich sage dazu auch gleich noch was. Die Gebiete sind umstritten und die sogenannten Grenzen von 1967 sind keine Grenzen, sondern sind genau die Waffenstillstandslinien von 1948. Und überhaupt, dass innerhalb dieser Waffenstillstandslinien von 1948 1,5 Millionen Araber leben, ist okay, aber dass in einem prospektiven palästinensischen Staat kein einziger Jude leben soll, das soll dann auch okay sein. Das ist ja eine Schieflage. Aber man weiß, wer schuld ist. Das ist jetzt ein Beispiel aus der Stuttgarter Zeitung. Es gibt mehrere von Karikaturen. Hier sitzt also der Netanjahu und vergiftet die Nahost-Friedenstaube. Siedlungsbau steht auf der Giftflasche. Also alte antisemitische Stereotyp, die Juden vergiften die Lebensmittel. Wir haben mit der Redaktion der Stuttgarter Zeitung hin und her, nein, sie sehen es bis heute nicht ein, diese Karikatur ist nicht antisemitisch. Was nichts anderes heißt, als dass solche Karikaturen öfter natürlich erscheinen würden. Kann sich jemand vorstellen, dass in der Stuttgarter Zeitung oder in irgendeiner anderen Zeitung eine Karikatur erschiene, in dem Abbas den Nahostfrieden vergiftet und aus der Giftflasche würde stehen, Nichtanerkennung des jüdischen Charakters Israels? Nein, das ist natürlich ein antisemitisches Stereotyp. Aber das weiß man doch, Israel hat doch den Palästinensern das Land geraubt. Die haben da immer gelebt und dann kamen die Juden, haben denen weggenommen, das ist doch wohl ein Fakt. Und da werden ja dann auch ganz viele Landkarten immer gezeigt. Nur ich habe auch ein paar Landkarten. Das ist aus Meyers Handlexikon des allgemeinen Wissens von 1873. Der Nahe Osten, da gibt es kein Palästina. Da gibt es das Osmanische Reich und da gibt es hier, wie man sieht, da gibt es Damaskus, Beirut, Jaffa, Jerusalem, Kairo, Suez, das Tote Meer und dann sieht man hier Syrien, Libanon. Es gab nie einen Staat Palästina, es gab einen Landstrich Palästina, wie in Deutschland die Sächsische Schweiz oder die Lüneburger Heide und mehr nicht. Und da haben immer auch nicht nur Araber, sondern auch Juden gewohnt. 1853, also noch vor der ersten jüdischen zionistischen Einwanderungswelle, gibt es eine Volkszählung in Jerusalem und der höchste Anteil der Bevölkerung, nämlich ungefähr 40%, 1853 in Jerusalem sind Juden. Die Briten haben im Ersten Weltkrieg den in Palästina, in dem
in diesem Landstrich ansässigen Arabern wie den Juden versprochen, wenn ihr mit uns kämpft gegen das Osmanische Reich, war ja verbündet mit Deutschland und Österreich, dann werden wir euch nach dem Krieg einen eigenen Staat geben. Das Osmanische Reich ist zerfallen. Der Nahe Osten wurde aufgeteilt vom Völkerbund mit sogenannten Mandatsgebieten. Syrien haben sozusagen die Franzosen gekriegt. Und dann gab es das britische Mandatsgebiet Palästina. Und das war das. Das umfasst das Gebiet des heutigen Jordaniens, Israels und der Palästinensergebiete. Und 1923 haben die Briten ihr Versprechen an den arabischen Bevölkerungsteil wahrgemacht. Da wurde nämlich auf 78% der Fläche von Palästina ein arabischer Staat gegründet. Transjordanien. Und zwar ein judenfreier arabischer Staat. Denn auf Geheiß der britischen Mandatsmacht hatten sämtliche Juden dieses Transjordanien zu verlassen. Und entweder in dieses Cisjordanien zu gehen oder sonst wohin in der Welt jedenfalls zu verschwinden. Das heißt, es gibt seit über 90 Jahren auf 78% der Fläche Palästinas einen judenfreien arabischen Staat. Und der ganze Streit geht noch um 22%. Wer weiß das? Zusätzlich, zudem könnte es seit 1948 einen weiteren, auf dem verbliebenen 22%, einen weiteren arabischen Staat geben. Und der wäre so groß wie das, was hier orange aufgezeichnet ist. Das war der UNO-Teilungsplan von 1947. Das Grüne wäre jüdisch geworden, das Orangene arabisch. Von palästinensischem Volk spricht man da noch gar nicht. Der Begriff palästinensisches Volk entsteht in den 60er Jahren, 64, 65 mit der PLO. Wenn man Anfang des 20. Jahrhunderts von Palästinensern gesprochen hat, hat man von den Juden, die aus Europa in diesen Landstrich eingewandert sind, gesprochen. Also das Orangene wäre ein arabischer Staat gewesen und das Lila um Jerusalem wäre eine Sonderzone gewesen. Die Juden haben zähneknirschend das akzeptiert, haben ihren Staat ausgerufen und die umliegenden arabischen Staaten, Jordanien, Ägypten, Irak, Syrien und Saudi-Arabien, haben gesagt, nee, wir lassen uns darauf nicht ein, wir treiben die Juden ins Meer. Man weiß, wie der Krieg ausgegangen ist, aber dass es diesen palästinensischen Staat heute nicht gibt, ist auf jeden Fall nicht die Schuld Israels. Deswegen ist diese Kundgebung von Menschen, die glauben, sie seien für den Frieden, offenbart natürlich das Problem. Israel ist das Problem, Palästina ist die Lösung. Also der Antisemit hält den Juden für das Problem, das verschwinden muss. Und der Antizionist hält den jüdischen Staat für das Problem. Und um die Situation, in der sich dieser jüdische Staat befindet, zu verstehen, muss man die Feinde, und zwar die Todfeinde dieses Staates, auch verstehen wollen und auch studieren wollen. Das ist jetzt ein Auszug aus der Charta der Hamas, zitiert nach Wikipedia. Da muss man wissen, dass Hamas ist ja nun mit Abstand nicht der stärkste Feind Israels. Die Hisbollah und das iranische Regime an erster Stelle sind noch wesentlich stärker und sie werden das Gleiche auch dort, die gleiche Ideologie, die gleiche Haltung lesen können. Die Juden kontrollierten mit ihrem Reichtum weltweit die Medien, lenkten Revolutionen, bildeten überall Geheimorganisationen, um Gesellschaftssysteme zu zerstören, stünden hinter beiden Weltkriegen und seien Drahtzieher jedes Krieges auf der Welt. Erst wenn alle Muslime die Juden bekämpften und töteten, werde das jüngste Gericht kommen. Dieses werde die Vernichtung aller Juden vollenden. Das ist nicht Kritik an israelischer Politik oder palästinensische Nationalbewusstsein. Das ist blankes antisemitisches Weltbild. Das ist antisemitischer Vernichtungswahn. Die Juden sind an allem schuld und man muss sie töten. Das sind die Gegner, mit denen es Israel zu tun hat. Weitere Empfehlung, 49 Seiten, auch PDF-Datei im Netz. Das politische Testament von Adolf Hitler. Am 29. April sitzt er in seinem Bunker, am nächsten Tag wird er sich die Kugel geben und er schreibt sozusagen mit letzter Tinte nun sein Vermächtnis an sein Volk. Und das muss man sich reinziehen, diesen Text, den muss man kennen, diesen Text. Und die allerletzten Sätze dieses allerletzten Textes, des Führers an sein Volk sind diese. Ich habe keinen Zweifel darüber gelassen, dass wenn die Völker Europas wieder nur als Aktienpakete, Finanzkapital, Hitler, der Antikapitalist,
Wenn die Völker Europas wieder nur als Aktienpakete dieser internationalen Geld- und Finanzverschwörer angesehen werden, dann auch jenes Volk mit zur Verantwortung gezogen werden wird, dass der eigentlich Schuldige an diesem mörderischen Ringen ist das Judentum. Und damit legt er dann den Griffel weg. Das sind seine letzten Worte. Und die großen Schnittmengen zwischen diesem Text und diesem Text springen ins Auge. Und die muss man wahrnehmen. Und wer das nicht wahrnimmt, der wird Israel nie verstehen. Also der Antizionismus ist die Übertragung des Ressentiments gegen die Juden auf die jüdische Staatlichkeit auf Israel. Und seit der Shoah, der Antisemitismus diskreditiert, tritt eben der moderne Antisemitismus vorwiegend in der Form des Antizionismus auf. Ich habe nichts gegen Juden, aber. Und dann werden sämtliche Stereotypen auf den jüdischen Staat übertragen. Aber das stimmt doch gar nicht. Antizionismus ist doch etwas völlig anderes als Antisemitismus. Antizionismus ist doch die Kritik der schlimmen Politik, die die Israelis gegen die Palästinenser machen und so weiter. Na, ich habe da meine Zweifel. Nochmal der Fichte. Also vor 200 Jahren, da gibt es noch lang keinen Israel, schreibt Fichte, der diesen großen Einfluss auf die deutsche Ideologie, auf die deutsche Entwicklung, auch auf die Revolutionäre hatte. Fast durch alle Länder Europas verbreitet sich ein mächtiger, feindselig gesinnter Staat, der mit allen übrigen im beständigen Kriege steht und der in manchen fürchterlich schwer auf die Bürger drückt. Es ist das Judentum. Derjenige Jude, der über die festen, man möchte sagen, unübersteiglichen Verschanzungen, die vor ihm liegen, zur allgemeinen Gerechtigkeits-, Menschen- und Wahrheitsliebe hindurchdringt, ist ein Held und ein Heiliger. Ich weiß nicht, ob es deren gab oder gibt. Ich will es glauben, sobald ich sie sehe, nur verkaufe man mir nicht schönen Schein für Realität. Antizionismus 200 Jahre vor Israel. Der jüdische Staat zieht sich durch Europa und ist ein ganz besonders bösartiger, weil ein jüdischer Staat kann kein normaler Staat sein. Er muss ganz besonders bösartig und kriegerisch sein. Immanuel Kant: Gott habe dem Judentum auferlegt, nur ein politisches, nicht ein ethisches, gemeines Wesen gründen zu können. Der jüdische Staat war immer, ist immer und wird immer ein uneigentlicher Staat sein. Kant, auch ein bisschen vor Israel. Bloß politisch verfasst, ohne Befähigung zu einer moralischen Disposition. Die jüdische Nation ist keine genuine. Sie ist eine Nation von lauter Kaufleuten bei jeglicher Form der bürgerlichen Ehe. Antizionismus, nämlich die Vorstellung, dass Juden entweder gar keinen Staat machen können oder wenn sie einen Staat machen, ein besonders bösartiger, hinterhältiger und unmoralischer Staat ist, dieser Antizionismus war schon immer Bestandteil des Antisemitismus. Judentum ist organisiertes Verbrechertum, das, man sieht es von der Grafik her, ist aus den 20er Jahren. Oben steht ein gewisser Hannes, schreibt 2007, so sehe ich die Juden. Hier steht, wenn hier stünde, Israel betreibt Völkermord, wäre es schon irre. Ja, aber hier steht, Israel ist Völkermord. Wir sind in Stuttgart gesegnet mit so einem sogenannten Palästina-Komitee, die glauben, sie täten was für die Palästinenser. Und dann sind wir ja auch gesegnet mit Stuttgart 21 Demonstrationen, und die gibt es immer noch, die waren ja mal auch Massendemonstrationen. Zu den Hochzeiten der Stuttgart 21 Demonstrationen lief dann dieses Palästina-Komitee in Stuttgart auch mit diesem Transparent. Schmutziger Immobilienprofit, nicht nur in Stuttgart, Deutsche Bahn profitiert vom israelischen Landraub in Palästina. Ja, da sind natürlich die Stereotype alle dabei. Im Grunde ist da das Stereotyp vom schmutzigen jüdischen Immobilienspekulanten, der vom Räuber Israel profitiert. Zionismus ist Notwehr. Wer den Herzen liest, der Judenstaat, der wird sehen, es ist natürlich ein Nationalismus, ist ein sehr spät gekommener Nationalismus, der auch gewisserweise melancholisch ist, der einfach sagt, wir haben es versucht, wir haben es auch mit der Judenemanzipation im 19. Jahrhundert versucht, aber es gibt wieder die Pogrome und wir müssen einen Staat haben, in dem wir die Mehrheit sind. Heiße Diskussionen unter den Juden, wie gesagt, die Zionisten waren lange nicht die Mehrheit. Zionismus ist eine nationale Befreiungsbewegung.
Oder wie der verstorbene Vorsitzende des Zentralrats der Juden, Paul Spiegel, hat es ganz gut auf den Punkt gebracht. Israel galt und gilt als eine Art Lebensversicherung, falls sich in Deutschland oder anderswo wieder Juden zur Flucht gezwungen sehen oder das Gefühl der Bedrohung übermächtig wird. Und für alle Juden weltweit, auch für die, die überhaupt nicht dran denken, nach Israel auszuwandern. Aber jede Jüdin, jeder Jude auf dieser Welt weiß, wenn es wieder ganz schlimm kommt, dann ist immer noch Israel da. Und das ist der große Unterschied zur Situation vor Israel. Wer den Antisemitismus nicht versteht, und die allermeisten Leute verstehen nicht, was Antisemitismus ist, der wird auch Israel nicht verstehen. Und deswegen ist es kein Wunder, dass solche Umfrageergebnisse zu Israel regelmäßig rauskommen. Man muss aber Antisemiten ernst nehmen, und auch das will man in Deutschland nicht. Ja, ach, der Iran, ach ja, der Rouhani redet doch so gut, und Übersetzungsfehler, und nicht so ernst nehmen, ja. Das ist aber die Lehre aus der Geschichte ernst nehmen. In den 30er Jahren haben auch viele in England und USA und Frankreich gesagt, nicht so ernst nehmen, nicht so ernst nehmen, die reden. Nein, man muss sie ernst nehmen, Antisemiten. Ja? Und man muss sie an der Verwirklichung ihrer Pläne hindern. Und deswegen muss Israel auch, ja, militärische Sicherheit ist immer eine prekäre Sicherheit, das ist vollkommen klar, die Situation Israels ist prekär. Aber Israel muss denjenigen, die es vernichten wollen, militärisch überlegen sein. Es gilt immer noch der alte Satz von Golda Meir, wenn die Araber einen Krieg verlieren, haben sie einen Krieg verloren. Wenn Israel einen Krieg verliert, existiert es nicht mehr. Das ist der Unterschied. Aber diese Lehre, dass man Antisemiten erstens ernst nehmen muss und zweitens sie hindern muss an der Verwirklichung ihrer Pläne, die will man in Deutschland nicht lernen. Bestes Beispiel, der Umgang mit dem Iran. Die deutsche Volksgemeinschaft, was hat sie denn im Rückblick bewiesen? Sie hat bewiesen, dass man 6 Millionen Juden umbringen kann und nicht dafür bestraft wird. Also ich rede jetzt aus westdeutscher Sicht, Wirtschaftswunder zu meiner. Den Deutschen ging es doch recht schnell wieder gut. Und im Osten, ja, ich weiß Unterschiede, aber auch im sozialistischen Lager war ja nun, ging es ja den Leuten in der DDR bekanntlich, relativ gesehen, auch am besten. Also man kann 6 Millionen Juden umbringen und wird nicht dafür bestraft. Das ist die Lehre. Ja, das ist doch eine riesige Ermutigung für Nachahmer. Aber man ist zutiefst davon überzeugt, im deutschen Diskurs, man dürfe ja Israel nicht kritisieren. Es gäbe sowas wie ein Verbot, Israel zu kritisieren. Irre. Von morgens bis abends, überall wird Israel rauf und runter kritisiert, aber man ist davon überzeugt, man darf Israel nicht kritisieren, weil sonst ist man ja gleich ein Antisemit. Da schlage ich vor, die Worte Kritik und Israel bei Google einzugeben, 4,5 Millionen in 0,36 Sekunden. Aber überhaupt das Wort Israelkritik schon. Die Karriere des Begriffs Israelkritik. Kennen Sie eine Brasilienkritik? Eine Dänemarkkritik, eine Türkeikritik, eine China-Kritik. Es gibt offenbar nur in Bezug auf ein einziges Land das Bedürfnis, den Namen des Landes in Verbindung mit Kritik zu einem neuen Substantiv zu machen. Das ist schon verräterisch. Und dazu eine Literaturempfehlung von Tilman Tarrach, der ewige Sündenbock. Da nimmt der Autor eine ganze Reihe der gängigen Argumente, die so gegen Israel vorgebracht werden, auch zur Geschichteverlauf, was war damals Suezkrieg und, sind ziemlich gut auseinander. Und der sechste und letzte Punkt und das andeutungsweise, warum ist der unverstandene Nationalsozialismus letztendlich unverstandenes Kapital? Ich habe ja am Anfang schon einiges dazu gesagt, zu Hitlers Antikapitalismus, also zum nationalsozialistischen Antikapitalismus, und wurde, glaube ich, schon ein bisschen deutlich, dass das durchaus nicht was vollkommen Exotisches war, sondern dass das sehr viel mit Kapitalismus, auch heute noch herrschenden Kapitalismusvorstellungen zu tun hat. Also man sollte überhaupt den Marx lesen, aber dieses berühmte Fetischkapitel, der Fetischcharakter der Ware und sein Geheimnis im ersten Kapitel, das ist ja nur ein Teil, der von den allermeisten Marxisten nie verstanden wurde. Also der Marx war ja schon schlau, der hat ja den Braten gerochen, ne? Der hat ja gesagt, ich bin kein Marxist. Also ihre eigene gesellschaftliche Bewegung, damit meint er die Menschen, also die gesellschaftliche Bewegung der Menschen besitzt für sie die Form einer Bewegung von Sachen, unter deren Kontrolle sie stehen, statt sie zu kontrollieren. Damit wird klar, das ist ein systemischer Zusammenhang,
ein Verblendungszusammenhang, die Warenproduktion, in der Menschen in Verhältnissen leben, die sie selber geschaffen haben, von denen sie aber nicht durchschauen, dass sie selber geschaffen haben und sie deswegen für sowas wie Natur halten. Gibt ja den Begriff dann die zweite Natur. Also Ware, Wert, Arbeit, Geld, das ist sozusagen so wie Wasser, Luft und Nahrung. Die erste Natur ist Ware, Wert, Arbeit, Geld, die zweite Natur. Kapital ist erstmal ein gesellschaftliches Verhältnis von Menschen. Kapital ist nicht da oben das böse Kapital und hier unten wir guten Ausgebeuteten, sondern Kapital ist ein gesellschaftliches Verhältnis von Menschen. Es ist eine nicht personale Herrschaft. Nicht, dass nicht welche oben sitzen würden und profitieren würden und dann andere, die armen Schweine sind, die froh sein können, wenn sie noch Hartz IV kriegen. Natürlich gibt's das. Aber nicht personale Herrschaft in dem Sinne, dass es nicht die Herrschenden gibt im Sinne von, die beherrschen das System und ziehen die Fäden. Das beste Beispiel ist doch die Krise, die seit 2008 nicht enden will. Und die vermeintlich Herrschenden seit Jahren um den Globus schatten von einer Krisenkonferenz zur anderen und sie das nicht in den Griff kriegen. Also unter Herrschenden stelle ich mir was anderes vor. Und Kapital ist Arbeit und Kapital ist letztendlich auch Krise. Das ist nur angedeutet, das wäre natürlich ein eigener Abend und ein Seminar auch. Nur noch ein paar Schlaglichter. Spekulation, weil Spekulation so gehasst wird. Ja, man könnte doch die Spekulation, die Spekulanten abschaffen, dann ist doch alles gut. Es gibt keinen Kapitalismus, schon rein logisch kann es keinen Kapitalismus geben ohne Spekulation. Das System der Kapitalverwertung ist auf Spekulation, braucht Spekulation und zwar von Anfang an. Wir sind alle Warenverkäufer und Käufer. Wir müssen uns verkaufen, müssen gucken, dass der Arbeitsmarkt uns honoriert und wir müssen kaufen, unser ganzes Leben lang. Was mache ich denn, wenn ich beim Aldi einkaufe? Was mache ich denn? Ich spekuliere drauf, dass ich für mein Geld möglichst günstig eine Ware erwerben kann. Das ist doch vollkommen klar. Ich muss auf den Markt, ich muss auf den Preis spekulieren. Und auch jeder Kredit, jeder hundsgewöhnliche Kredit ist Spekulation. Die Bank glaubt, Kreditum lateinisch, das Geglaubte, dass ich ihr den Kredit zurückzahlen kann. Mit Zinsen natürlich, manche meinen ja, man müsste die Zinsen abschaffen, dann sei alles gut, ist natürlich wirklich daneben, weil in einem System, in dem alles seinen Preis hat, soll dann ausgerechnet die Königsware Geld keinen Preis haben und der Zins ist natürlich der Preis der Ware Geld. Also jeder Kredit ist schon Spekulation und wir reden noch gar nicht über Ackermann und über Heuschrecken und über die Finanzplanung, also wir reden über die basale Logik des kapitalistischen Systems. Ohne Spekulation geht's nicht. Und ganz wichtig zu verstehen, Kapitalismus beruht nicht auf Betrug. Natürlich gibt es in der Welt jede Menge Betrug, das wissen wir ja alle, gibt jede Menge Betrug. Aber der Witz ist, dass wenn man den Kapitalismus sozusagen in einem Gedankenexperiment unter eine Glasglocke setzen würde und ihn allein nach seiner Logik vor sich hin prozessieren ließe, würde er funktionieren ohne jeden Betrug, sondern aufgrund der Logik der Warenproduktion. Und um das nur mal anzureißen, an einem Beispiel. Was passiert, wenn meine wahre Arbeitskraft, auf deren Verkauf ich ja angewiesen bin, keinen Abnehmer mehr auf dem Markt findet? Und das ist ja nun keine theoretische Fragestellung. Zum Beispiel, weil ein Computer es einfach besser und billiger macht. Was passiert denn dann? Ja, dann bin ich nicht mehr relevant, dann bin ich überflüssig. Also nicht falsch verstehen, jetzt nicht von einem humanen Standpunkt aus hergehen, kein Mensch ist überflüssig. Aber von der Logik dieses Systems her bin ich überflüssig. Ich werde nicht mehr gebraucht. Beim Fetisch Wachstum wird es auch ganz deutlich. Wenn kein Wachstum herrscht, jammern alle. Und zwar buchstäblich alle. Und zwar nicht, weil sie blöd wären, sondern weil sie klug sind. Weil sie natürlich ihre Interessen kennen und wissen, dass sie vom Wachstum abhängen. Also der Bundesverband der deutschen Industrie jammert wegen sinkender Gewinne. Die IG Metall jammert wegen gefährdeter Arbeitsplätze. Und die Politik, vollkommen wurscht, welche Partei, jammert wegen ausbleibender Steuern. Die haben alle recht, die jammern alle zu Recht, weil sie ihre Interessen richtig sehen. Das heißt aber, wenn kein Wachstum herrscht, wenn Kapital nicht wächst,
dann herrscht gesellschaftliche Krise, und zwar Gesamtgesellschaft. Kapital ist ein gesellschaftliches Verhältnis. Also, und wenn schon Krise, schlimm genug, dann wenigstens keine falsche, oberflächliche, personalisierende Heuschreckenanalyse, sondern eine vernünftige, reflektierte Analyse. Und das ist von Lohhoff-Drenkle die große Entwertung, warum Spekulation und Staatsverschuldung nicht die Ursache der Krise sind. Nach meiner Kenntnis, das Beste ist jetzt von 2012, die erste Auflage, ist jetzt die zweite Auflage. Nach meinem Kenntnisstand das beste Buch, das die aktuelle, moderne Krise untersucht und sich der Frage stellt, wie kann es denn sein, warum explodieren die Finanzblasen so? Die Autoren brauchen keine gierigen Heuschrecken, brauchen keine Neoliberalen, die einfach eine falsche Politik gemacht haben, obwohl man doch, wenn man nur wollte, wieder die Politik von Ludwig Erhard machen könnte, wie Skisi manchmal im Bundestag erzählt. Was halt nett ist, aber halt falsch, weil Kapitalismus nicht verstanden ist unter den Bedingungen der Globalisierung. Aber jedenfalls, die Autoren untersuchen die Krise aus der Logik des warenproduzierenden Systems selbst und brauchen keine Heuschrecken dazu, um zu erklären, wie sich die Finanzblasen entwickeln. Sehr zu empfehlen. Also, es kann keine emanzipatorische Intervention und diese ganze Kritik, manchmal wird ihr vorgeworfen, das ist ja alles, das ist doch alles nur Theorie und um was geht's da? Oder manchmal gibt es sogar einen ganz bösen Vorwurf, man, so eine Kritik will doch die Linke schwächen und vom Kampf abhalten. Aber ganz im Gegenteil, ja. Bei so einer Kritik kommt es darum, sozusagen geht es darum, die Dinge zu durchdenken und eine wirklich emanzipatorische Praxis auch zu entwickeln. Und es kann keine emanzipatorische Intervention geben, und das ist, dass es dringend eine Alternative zum Kapitalismus geben muss, darüber sind wir uns, denke ich, einig, ja, aber wie sie aussehen und welche antikapitalistischen Bewegungen haben schon welche Katastrophen hervorgebracht. Wir haben jetzt gar nicht über Stalinismus geredet, anderes Thema. Das muss man mitdenken. Es kann keine emanzipatorische Intervention geben ohne Kritik von regressivem Antikapitalismus und Antizionismus. Und weil der Spruch "wäre den Anfängen" halt so beliebt und verbreitet ist in Deutschland, habe ich mir erlaubt, ihn auch am Schluss nochmal zu bringen, allerdings mit einigen anderen Beispielen, die ich versucht habe, heute ein bisschen zu beleuchten. Das sind so einige dieser Anfänge, denen es zu wehren gilt. Jetzt danke ich sehr für Ihre Geduld. Vielen Dank.